und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, Fred, und wir wollen heute mal gucken auf 5 Dinge in Clash of Clans, die sich Supercell nicht traut. Eine Serie innerhalb meines Let's Plays von Clash of Clans, die es ja jetzt eine längere Zeit nicht mehr gab. Ich glaube sogar schon fast ein Jahr. Ich glaube fast ein Jahr gab es diese Serie jetzt nicht mehr. Ich habe mir überlegt, wir fangen damit mal wieder an, gucken uns mal einen Angriff an auf die Nummer 2 von Noobs Elite auf den West, auf den Wild West. Und wir fangen mal an, da wir jetzt ja gerade den Clankriegsangriff haben, ist Nummer Punkt 1 auf meiner Liste eine Sache, die sich viele Leute wünschen, die aber nie kam, wo ich auch glaube, dass Supercell es, denke ich mal, niemals bringen wird, ist Helden im Clankrieg benutzen, während sie im Ausbau sind. Das ist so eine Sache, ich glaube nicht, dass das jemals kommen wird. Und ehrlich gesagt, ich kann da Supercell auch wirklich gar keinen Vorwurf machen, denn es wäre natürlich, wenn sie es bringen, wäre das definitiv ein riesiger Verlust für die Einnahmequellen. Denn wie viele Leute denken sich jetzt zum Beispiel, ja, mein Held geht noch einen Tag, oh, der Clankrieg fängt jetzt an oder ist jetzt gerade am Laufen, ich jamme ihn mal eben fertig. Und wenn sie dann sagen, nö, die Helden sind einfach immer verfügbar im Clankrieg, das wäre so ein Verlust. Und sie sind natürlich ein Unternehmen, was natürlich auch an den Gewinn denken muss. Von daher, da kann ich ihnen absolut gar keinen Vorwurf machen, dass sie dann sagen, nö, das machen wir nicht. Und ja, es ist halt so. Wir wissen ja, dass es so ist. Es bringt ja jetzt auch nichts, dann irgendwie noch lange rumzureden und zu sagen, ja, irgendwie, vielleicht kommt es ja irgendwann doch nochmal. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das jemals kommen wird. Ich glaube, das wird einfach eine Sache sein, wo wir uns einfach mit abfinden müssen, dass es so ist. Es war immer so, es wird immer so sein. Wir wissen, dass es so ist. Wir müssen uns damit abfinden. Es ist nun mal so. Bringt nichts darüber, dann großartig rumzuheulen. Werden jetzt wahrscheinlich einige sagen, ja klar, du hast ja auch die Helden maxed. Aber ich musste ja auch, bevor ich die Helden maxed hatte, musste ich das erstmal noch zusammenarbeiten, zusammen farmen und musste ja auch den einen oder anderen Clankrieg dann mal nicht mitmachen, weil meine Helden upgraden. Oder hab halt den einen oder anderen Gem ausgegeben, um halt meine Helden fertig zu machen für den Clankrieg. Und ich muss echt sagen, Drachen sind aktuell so OP. Richtig geil. Richtig gut. 80% geholt hier gegen die Nummer 2. Wie sieht's denn aus? Wir können ja mal zwischendurch noch drauf gucken. Wie sieht's denn aus bei uns? Es sieht ganz gut aus. Der Gegner hat zwar noch ziemlich viele Angriffe offen, allerdings auch unten noch. Zum Beispiel der letzte noch, Nummer 17, Nummer 16, Nummer 15. Und da wird er bei uns wahrscheinlich auch nicht mehr, da wird er nicht mehr viel holen können. Da wird er noch einen Stern holen, da ist auch noch, wobei, es geht sogar noch. Oh, knapper als gedacht. Na gut, das war auf jeden Fall schon mal Punkt 1. Während wir jetzt mal eben ganz kurz noch unsere Fallen wieder nachladen. Na, schönes Ding. Also, Punkt Nummer 2 auf meiner Liste, der Uhrenturm. Ich finde, der Uhrenturm ist eine sehr coole Erfindung. Ich fände es geil, wenn es diesen Uhrenturm einfach mal in Dorf 1 geben würde. Warum kann es diesen Uhrenturm nicht in Dorf 1 geben? Das wäre so geil. Wir können ihn immer rüberziehen. Ins Boot. Geh rüber. Oh, er ist weg. Wie weit kriegen wir denn rübergezogen? Bis ganz da oben hin. Ja, es wäre so geil. Es wäre so richtig episch. Wenn wir ihn da rüberziehen könnten. Aber das geht leider nicht. Wir können ihn jetzt aber nur benutzen. Ich muss sowieso mal eben gucken. Ich habe leider einen großen Fehler gemacht. Und habe dieses Gebäude hier gestartet. Und das bedeutet, unser Gold dürfte gleich irgendwann volllaufen. Das ist nicht gut. Oh, hier, verklickt. Deswegen müsste ich eigentlich die 178 jetzt ausgeben, damit ich überhaupt wieder mein Lager frei kriege. Damit ich jetzt überhaupt mal wieder etwas wegmachen kann. Wie viel haben wir denn jetzt Platz? 1,6 Millionen, das ist schon mal nicht schlecht. Wir können auf jeden Fall die ein oder andere Mauer noch machen. Diese Mauer ist eine Mauer, die ich auf jeden Fall machen muss. Boah, 300.000. Aber jetzt kriege ich das nicht mehr voll. Ha, geil. Jetzt kriege ich den Bonus nicht mehr. Ist aber auch egal. Denn wir sind bei Punkt Nummer 3. Und Punkt Nummer 3 ist mehr Angriffe für Loot in Dorf 2. Aktuell haben wir 3 Angriffe, du kriegst dann den Loot, den Bonus, dann war's das. Und oftmals hast du halt das Problem, du kannst da nicht mehr angreifen. Und ich weiß gar nicht, wie ich diese Base überhaupt angreifen soll. Die ist extrem gut aufgestellt für Luft. Er hat beide Zerschmetterer hat er einfach mittig. Er hat beide Luftabwehren und beide Kracher hat er auch ziemlich mittig. Die Luftbomben sind auch noch im Bereich. Puh, keine Ahnung. Die Türme sind alle hochgestellt, also es ist eigentlich ziemlich schwierig jetzt gerade. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Vor allem, wenn ich jetzt... Ich weiß wirklich nicht. Vor allem jetzt am Computer, da müssen wir wirklich mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Naja, wir werden es mal probieren. Da kann ich noch ein bisschen weiterreden. Also ja, haben sich ja viele gewünscht, dass immer dieser Loot-Cap mal ein bisschen hochgesetzt wird. Dass sie mal sagen, vielleicht mal entweder mehr Loot, aber die meisten wünschen sich ja einfach, dass mal einfach mehr Angriffe zur Verfügung stehen, um den Loot vollzukriegen. Denn ansonsten, ja, du machst halt deine 3 Angriffe, danach ist dann auch wieder nichts, danach kannst du auch wieder sagen, ja, jetzt habe ich meine 3 Angriffe gemacht, jetzt kann ich erstmal wieder keinen Loot mehr sammeln. Das nimmt halt die Motivation vieler Leute, dann noch weiter anzugreifen. Oh, mach den zweiten Zerschmetterer auch noch, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, das Rad ist sogar auch noch.
Muss ich tatsächlich sagen, es lief besser als gedacht. Es lief viel besser als gedacht. Natürlich kriegen wir das Rad aus. Die meiste wird natürlich wieder nicht down. Aber ansonsten, ich kann jetzt schön meine Kampfmaschine zünden. Das bedeutet, das Ding ist down. Ich habe sogar jetzt natürlich beide Zerschmetterer im anderen Dorf auf 5. Das ist auch gut. Auf 5 oder auf 6? Ich weiß gar nicht. Wie viel kriegen wir jetzt hier hin? Ich glaube nicht, dass wir noch viel mehr Prozente hinkriegen. Außer ich kann das Ding nochmal zünden. Ja, wir konnten sie nochmal einmal zünden. Sehr schön. Komm. Ja, 65%. Das ist okay. Aber wie gesagt, mehr Loot oder mehr Angriffe für Loot wäre natürlich nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen anpassen, ein bisschen höher machen, aber dann auch ein bisschen mehr Loot. Oh, kriegt er mich? Kriegt er mich? Kriegt er mich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er mich kriegt. Also das ist ja so. Aktuell 3 Angriffe. Ich kriege, glaube ich, 120.000 pro Angriff an Bonus plus 160.000 beim letzten Angriff. Das wäre natürlich geil. So ein bisschen mehr. So ein bisschen mehr. Oh, er kriegt mich, glaube ich, doch. Oh, es wird nochmal richtig spannend, ey. Es wird nochmal richtig spannend. Ja, er kriegt mich. Die Frage ist, kriegt er mehr Prozente als ich? 59%? Das wird jetzt natürlich richtig spannend. Oh, es wird ein knapper Angriff. Ah, er kriegt mich, glaube ich. Er kriegt mich, glaube ich. Er kriegt mich, glaube ich. Kriegt er mich? Ich glaube nicht. 62%. Wie viel hatten wir denn? Ich glaube, er hat mich. Hat er mich? Ist unentschieden? Hat er mich gekriegt? Oh, wir haben gewonnen. 65%. Na, das ist doch so. Das ist doch mal erfreulich. Das ist doch mal erfreulich. Ja, wie gesagt. Mehr Loot in Dorf 2, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir wünsche. Dann, Punkt Nummer 3, mehr Kooperation. Was ich mir immer überlegt hatte, das Einzige, was du machen kannst mit dem Bauarbeiter, oh, wir haben übrigens einen Live-Angriff, was du machen kannst mit dem Bauarbeiter in Dorf, von Dorf 2 in Dorf 1, sind ja die beiden, die Kanone und der Bogenturm. Aber auch nur, wenn du natürlich beides jetzt aktuell auf Level 6 hast, nee, glaube ich, den Bogenturm Level 6 in Dorf 2 und Kanone auf Level 5 in Dorf 2, dann kannst du es upgraden in Dorf 1. Das dauert allerdings ja, glaube ich, beim Bogenturm schon 7 Tage. Das ist ziemlich lang. Und du kannst in der Zeit in Dorf 1 gar nichts machen. Das ist einfach viel zu lang. Und ich habe mir mal überlegt, wieso macht man das nicht einfach, dass man einfach mal zumindest mal eine Truppe oder so mit in die Klammburg reinnimmt aus Dorf. Du nimmst eine Truppe aus Dorf 2 und packst sie in die Klammburg aus Dorf 1. Wie lustig wäre das denn? Du kannst doch irgendwas nehmen, was einfach mal passt. Was auch wirklich dann... Du hast ja genug Truppen in Dorf 2. Dann passt es ein bisschen an und sagst irgendwie, keine Ahnung, du machst das dann... Ja, irgendeine Truppe, die dann halt auch vom Matchmaking oder von der Balance her da reinpasst. Wie der Mutantenlakai oder so. Keine Ahnung. Hat halt den Vorteil, in der Death hätte der den Vorteil, er kann halt auch ein bisschen weiter angreifen. Oder einfach der Barbar. Wie geil wäre denn der Barbar, der dann erst da rausstürmt aus der Clanburg und dann einfach mal mit seinen tobenden Angriffen dann erst ein bisschen mehr Schaden macht. Das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Oder vielleicht die Kampfmaschine, dass du die mal mitnimmst in Dorf 1. Es ist aber, wie gesagt, nur Spielereien oder Spinnereien eher gesagt. Aber ey, es wäre cool. Es wäre einfach richtig cool. Und er verbockt gerade den Angriff. Das finde ich sehr gut. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Gegen die 17. Ich weiß nicht, ob die 17 schon einen Stern hat oder nicht. Aber ey, denk mal drüber nach. Nimm einfach eine Truppe mit aus Dorf 2 in Dorf 1. Warum denn nicht? Das wäre doch cool. Das wäre doch richtig cool. Da würde ich mich freuen. Da würde ich mich freuen. Wir brauchen gar nicht weiter zu gucken. Er wird es eh nicht mehr hinkriegen. Ist nur die Frage, hat die 17 schon einen Stern oder nicht? Ja, ein Stern bedeutet, er wird nichts dabei holen. Das ist schon mal gut. Also, wir können da rübergehen und wir werden noch einen Eingriff machen. Wir haben ja jetzt hier noch unsere... Das wäre doch geil, die kleinen Mutanten-Lakaien. In Dorf... Oder hier noch vielleicht noch so eine Stoßfalle oder so. Das wäre auch cool. Wie gesagt, das Spiel ist ja gerade noch am Anfang bei Dorf 2. Es gibt es noch nicht lange. Juni war ja, glaube ich, das große Update. Und von daher ist das ja noch nicht so lang. Also, jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier hinkriegen. Boah, ist auch wieder so eine... Ich bleibe natürlich jetzt erstmal bei dieser Taktik, weil ich sie sehr gut finde. Die Frage ist, kriegen wir hier was hin? Die Frage ist, wie groß ist die Reichweite zum einen des Turms? Ja, okay, die Luftabwehr hat mich nämlich schon. Allerdings, die Luftbomben unten haben mich nicht. So, wir haben 6%, das ist natürlich noch gar nichts. Mit etwas Glück kriege ich dann zumindest noch das Gebäude. Mit etwas Glück kriege ich vielleicht nur das Gebäude daneben. Ich glaube aber eher nicht. Dann werden wir es, denke ich mal, von der linken Seite probieren. Diese Base ist richtig abartig, finde ich, für meine Taktik jetzt. Allerdings sind meine Bogenschützen, meine Barbaren und meine Riesen sind auch noch nicht auf Level 10. Das bedeutet, die sind aktuell keine Alternative. Ich hab die Nachthexen erst gemacht. Das war ein Fehler. Die Nachthexen zu machen, das war definitiv ein Fehler. Ich habe es aber trotzdem dann doch durchgezogen. So, jetzt bitte nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, nach rechts. Bedeutet, der ist jetzt gleich auch tot. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Das könnte jetzt tatsächlich ein Problem werden. Wie gehen wir jetzt vor? Wir machen jetzt einfach mal... Komm, wir testen jetzt einfach mal was aus. Wir testen jetzt einfach mal was aus. Komm. Wir machen jetzt einfach mal Test, indem wir das jetzt mal so machen. So, indem wir das jetzt mal so probieren. Das ist jetzt einfach mal ein riesiger Testangriff.
Einfach mal ein riesiger Testangriff. Ich weiß nicht genau, ob es funktionieren wird oder nicht. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es auch nicht. Das weiß ich nicht. Indem wir jetzt die Kampfmaschine mal ein bisschen tanken lassen für den Rest. Na, wir werden sehen. Vielleicht kriegt die... Au, die Kampfmaschine kümmert sich jetzt erstmal um den Wachposten. Ich denke mal, wir werden einen Stern hinbekommen. Allerdings dürfte es das dann auch gewesen sein. Oh, vielleicht sogar... Na, Moment. Au. Moment, Leute. Wir kriegen sogar zwei hin. Ja, läuft doch bei uns. Läuft doch. Da bin ich doch zufrieden. Oh, bitte heil dich doch noch einmal, bevor du jetzt in den Zerschmetterer reinläufst. Na, toll. Na, der Zerschmetterer ist ihr tot. Also, wie viel Prozent wir einfach mal geholt haben. Wie es einfach mal läuft bei uns. 77%. Wir kriegen sogar noch die 80. Ja, schönes Ding. Schönes Ding. Das läuft auf jeden Fall. Ja, ist doch gut. Haben ein bisschen geredet über neue Sachen, die vielleicht kommen könnten. Haben noch schön Loot mitgenommen. Wahrscheinlich. Loot haben wir nicht mitgenommen, aber schön noch ein paar Pokale mitgenommen. Ich glaube, bei 83% ist die Chance, dass er mich besiegt, relativ gering. Außer er hat jetzt wirklich Max-Truppen, Max-Kampfmaschine. Ja. 65%. Ich liebe die Base. Meine Base, solange jetzt nichts im Ausbau ist natürlich, hält die Base richtig gut. Und was noch wichtig wäre, oder was der letzte Punkt ist auf meiner Liste, ich glaube, wir haben den letzten Punkt erreicht. Genau, Kooperation zwischen Dorf 1 und Dorf 2 war Punkt 4 auf meiner Liste. Punkt Nummer 5, ein zweiter Bauarbeiter. Das ist natürlich die Frage, welchen Sinn hätte das? Hätte das einen Sinn, wenn wir jetzt hier sagen, wir machen einen zweiten Bauarbeiter oder wir machen keinen zweiten Bauarbeiter? Würde das was bringen oder würde das nichts bringen? Das könnt ihr mal gerne mitdiskutieren. Ich habe mir da echt die Frage gestellt, sagen wir, du hast teilweise wird das schon was bringen. Dann sollen sie doch sagen, ey... Dann kauft ihn doch. Dann sollen sie sagen, ja, dann investiert doch irgendwie 1000 Gems oder so und kauft euch den zweiten Bauarbeiter. Oh, er hat ziemlich viel frei hier außen. Das könnte für uns ganz gut sein. Auch wenn er jetzt natürlich noch die... Ja, das ist ganz gut. Wir müssen einige Gebäude wegholen und müssen noch überlegen, bringt ein zweiter Bob was oder nicht? Ein zweiter Bob? Würde das was bringen? Ah, Idee. Ist mir gerade eingefallen. So oft habe ich Bauarbeiter in Dorf 1 frei. Jetzt, wo ich fast maxed bin und wo die Sachen so teuer sind am Ende. Zum Beispiel die Bogentürme kosten 9,5 Millionen, die Kanone kostet 9 Millionen, der Inferno-Turm kostet 10 Millionen. Die Zauber abzugraden kostet, glaube ich, lass mich lügen, irgendwie auch 8 Millionen, 9 Millionen, 10 Millionen. Was ich mir überlegt habe, wie wäre es denn, wenn man dann einfach mal zwischendurch den Bob aus Dorf 1 rüber schickt? Der Bob aus Dorf 2 geht rüber in Dorf 1, aber nicht umgekehrt. Warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Sagt man nicht einfach, wir schicken den dann rüber und jetzt müssen wir ganz schnell hier hinterher setzen. Bevor noch was passiert. So, jetzt ist natürlich der Plan, den ich habe, gleich da reinzugehen, am besten hier von der rechten Seite. Aber ich glaube, dieser Angriff wird in die Hose gehen. Ich befürchte, dieser Angriff wird in die Hose gehen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, wir werden den Zerschmetterer nicht kriegen, das ist das Problem. Oh. Wir kriegen den Zerschmetterer nicht down. Wir kriegen sogar nicht mal den... Kriegen wir den wenigstens down, den Brutzler? Oh, gerade eben. Okay, jetzt haben wir gerade eben einen Stern gekriegt. Wir haben zumindest einmal noch die Luftabwehr gekriegt. Okay, jetzt müssen wir eben warten. Im besten Fall holt sich jetzt noch der Lakai, holt sich jetzt noch den Multimörser. Komm, hol dir den Multimörser noch. Ja. Jetzt ist aber die Frage, von wo schicken wir jetzt die Kampfmaschine rein? Ich würde sagen, echt von da... Jetzt muss sie erst noch da drauf gehen. Reicht es oder reicht es nicht? Wir haben 59% Einstellen. Ich glaube nicht, dass... Oh, er ist fertig. Er guckt uns gerade zu. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. So, einmal jetzt. Zack, wieder aufladen. Zack. Zack. Okay, das dürfte reichen. Nein, da kommt jetzt noch die... Da kommt jetzt noch der... Oh, der Wachposten kommt noch zurück. Nein, ich war so nah dran. Oh nein. Er ist kurz vor knapp. Komm, mal zünden. Ey, wenn wir den jetzt noch... Alter, wir haben einfach mal jeden Angriff haben wir richtig gut gerissen heute. Ohne Witz. Immer zwei Sterne. Und er hat jetzt nicht mehr zugeguckt. Ich glaube, er hat aufgegeben. Alter, das läuft doch. Und ich habe vor allem an den Truppen nichts verändert. Ich habe die Nachthexe gemacht. Ich habe die Nachthexe abgegradet. Und wir haben trotzdem jetzt die ganze Zeit gewonnen. Läuft. Und ich kann jetzt bald noch was upgraden. Allerdings muss ich dann warten, bis ich den Bonus nochmal habe. Ich habe, wie gesagt, jetzt aktuell keine Juwelen mehr, leider. Ich könnte noch was abbauen, aber ich will jetzt noch ein bisschen hier wuchern lassen und dann alles auf einmal machen. Und ja, da würde ich sagen, Leute, sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mehr, wenn ihr Ideen habt, schreibt es mal in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. 5 Dinge in Clash of Clans, die sich Supercell nicht traut. Vor allem damals noch. Sie haben so viele Dinge umgesetzt. Die Juwelenmine, wer hat sie gesagt? Ich hab's gesagt. Wer hat sie dann gebaut? Supercell. Richtig cool auf jeden Fall. Ah, okay, es ist halt zwar in Dorf 1 und nicht in Dorf 2, in Dorf 2 und nicht in Dorf 1, aber egal.
Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns später wieder. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Gratis Juwelen in der Beschreibung. Tschüss.